Goldmaria und Pechmaria. Es war einmal ein liebes kleines Mädchen, das hieß Maria. Sein Vater und seine Mutter starben ganz plötzlich, und da das Mädchen nicht allein in seinem Elternhaus bleiben konnte, zogen eine Tante und ihre Tochter ins Haus. Diese Tochter hieß auch Maria. Sie war ein boshaftes kleines Ding. Hey, die Witzka! So, jetzt wollen wir dir mal ordentlich Leben in die Bude bringen, du langweilige Trine! Und sie neckte und quälte das liebe Mädchen von früh bis spät. Und auch die Tante, die fast krank vor Geiz war, nörgelte und schimpfte dauernd mit ihr herum. Und eines Tages sagte sie sogar, Du kostest mich ja Nerven. Was zankst du den ganzen Tag mit meiner Maria herum? Ich werde noch ganz krank dabei. Arbeiten tust du fast gar nichts. Immer hast du nur Unsinn im Kopf. Dabei isst du mich noch außerdem arm. Wo soll ich denn das Geld dafür immer hernehmen? Ich kann dich einfach nicht weiter ernähren. Geh, such dir Arbeit. Aber wohin, liebe Tante? Ich habe keinen Menschen auf der Welt außer euch beiden. Und das hier ist doch mein Elternhaus. Schnickschnack, deine Eltern haben dir kein Vermögen hinterlassen. Und ich kann und mag mein Geld nicht mit dir verplempern und mich dafür noch jeden Tag von dir ärgern lassen. Wer tüchtig arbeitet, findet überall sein Brot. Und richtige Arbeit musst du endlich einmal lernen. Ich backe dir noch einen Kuchen und morgen früh machst du dich auf den Weg. Ich kann dich nicht mehr hier behalten. Bums knallte die Tür zu. Und die arme Maria war allein und unglücklich. Die Tante aber polterte in der Küche herum, mischte Milch und Asche und backte einen Aschenkuchen. Den gab sie Maria am anderen Morgen und ein Krüglein Wasser. So, hier ist dein Proviant. Mach dich auf den Weg. Bis zum Abend wirst du schon jemand gefunden haben, der eine Magd braucht. Ha, die und Magd? Ha, da müsste einer schon eine ganz dumme und faule Magd suchen. Maria, ganz verschreckt durch diese hämischen Abschiedsworte, raffte all ihren Mut zusammen und schritt tapfer durch Wiesen und Felder davon. Ob es auch noch gütige Menschen auf der Welt für mich gibt? Ob ich sie finden werde? Ach, wie gut, dass die Sonne so warm und freundlich scheint und die Vögel so lustig zwitschern. Als die Sonne am höchsten stand, machte Maria Rast an einem Wiesenrain und packte hungrig ihren Aschenkuchen und ihr Krüglein Wasser aus. Da kamen die Vöglein herbeigeflogen und pickten munter an dem Kuchen und tranken Wasser aus Marias hohler Hand. So, ihr lieben Piepmätze, nun will ich euch ein bisschen füttern. Ich bekomme immer mehr Hunger, wenn ich sehe, wie gut es euch schmeckt. Oh, was ist denn das? Der Aschenkuchen ist ja ganz plötzlich leckere Torte. Und das Wasser im Krüglein herrliche, goldgelbe Limonade. Oh, wie lecker das schmeckt. Gestärkt und freudig zog Maria weiter. Bei Anbruch der Dunkelheit kam sie an ein seltsames Haus mit zwei großen Toren davor. Das eine Tor war pechschwarz, das andere glänzte wie blitzendes Gold. Ei, wie lustig! Das eine Tor ist wohl der Eingang für Herrschaften und das andere der Eingang für die Dienstboten. Ach, vielleicht kann ich hier erst einmal übernachten. Bescheiden ging sie durch das schwarze Tor in den Hof und klopfte an die Haustür. Ein wild und struppig aussehender Mann riss die Tür auf. Hey da, was willst du zu so später Stunde? Warum störst du mich? Ach, lieber Herr, ich suche ein Nachtquartier. Ich bin so bange in der Dunkelheit und ich kenne mich auch nicht aus und möchte darum erst morgen früh bei Helligkeit weiter. Komm mal rein. Und er knallte die Tür hinter ihr zu, dass Maria vor Schreck zusammenzuckte. Aber noch viel mehr erschrak sie, als sie drinnen im Zimmer nichts weiter sah und hörte als Hunde und Katzen und deren abscheuliches Geheul. Außer dem Einsiedler war kein Mensch im ganzen Haus. Hey, willst du hier schlafen bei den Hunden und Katzen oder oben bei mir? Bitte, lieber Herr, ich will euch ja keine Mühe machen. Ich schlafe hier bei den Hunden und Katzen. Ach was, hier kannst du kein Auge zutun, das Viehzeug macht viel zu viel Radau. Oben ist ein schönes, weiches Bett für dich.
Du siehst erschöpft aus. Oben schläfst du schön ruhig. Und Maria schlief herrlich und gut. Am nächsten Morgen war der Frühstückstisch schon gedeckt. Willst du hier oben frühstücken oder unten bei den Hunden und Katzen? Bitte bei den Hunden und Katzen, lieber Herr. Da kann ich euch gleich beim Füttern helfen. Und ihr habt nicht so viel Arbeit durch mich. Ach was, du frühstückst hier oben. Bei dem Lärm da unten kriegst du keinen Bissen hinunter. Du siehst aus, als hättest du eine kräftige Mahlzeit nötig. Und sie bekam Kaffee und süßen Rahm und knuspriges, frisches Brot. Es schmeckte ihr köstlich. Vielen Dank, lieber Herr. Ich muss nun aber weiter. Die Sonne ist schon hoch über dem Horizont. Schon gut. Sag mir nur noch, zu welchem Tor du hinaus willst. Zum Goldtor oder Pechtor? Bitte lasst mich zum Pechtor hinaus. Da bin ich auch hereingekommen. Ach was, du gehst durchs Goldtor. Und als Maria gehorsam durch das Goldtor ging, saß der Einsiedler auf dem Tor und rüttelte und schüttelte so derb, dass das goldene Tor erzitterte und Maria mit dem herabfallenden Gold ganz überkleidete. Oh, wie das glänzt und glitzert! Und dieses kostbare, schöne Gold! Oh, welch ein Segen! Wie wird die Tante sich freuen! Nun kann ich doch wieder in mein Elternhaus zurück. Aufgeregt lief sie den ganzen Weg zurück. Ihr Elternhaus war kaum in Sicht, da kamen ihr schon die Hühner, die sie sonst immer gefüttert hatte, freudig entgegengeflogen. Und der Hahn schrie stolz, so laut er konnte: Kikeriki! Kikeriki! Da kommt die Goldmarie! Neugierig kam die Tante die Treppe heruntergerannt und die boshafte Maria hinterher. Sie verbeugten sich ehrfurchtsvoll vor der goldenen Dame. Guten Tag, schöne goldene Dame. Habt ihr euch verirrt? Seid ihr eine Prinzessin? Was führt euch in unser armes Haus? Aber kennt ihr mich denn gar nicht mehr, liebe Tante? Ich bin doch nur die Maria. Na sowas. Tatsächlich die Maria. Bald hätten wir dich wirklich nicht mehr erkannt. Wie bist du denn zu dem vielen Gold gekommen? Ei, wie fein du bist. Und Maria erzählte, wie wunderbar es ihr ergangen war. Die beiden waren ganz neidisch. Trotzdem behandelten sie Maria von nun an wie ein Goldstück. Und überall, bei allen Leuten, wurde Maria geehrt und geliebt. Und viele Freier kamen herbei. Die andere Maria aber fand keine Ruhe mehr mit dem Neid in ihrem Herzen. Also was die kann, das kann ich wohl allemal. Ich werde auch einfach fortgehen und übergoldet wieder zurückkommen. Oh ja, meine liebe Tochter, das ist ein großartiger Gedanke. Ich backe dir auch ganz schnell einen feinen Kuchen. Und eine gute Flasche Wein habe ich auch noch im Keller. Die will ich dir mit auf den Weg geben. Früh am nächsten Morgen machte sich die andere Maria nun auf den Weg, angespornt durch den Neid in ihrem Herzen. Als sie nun auch Rast machte und ihren feinen Kuchen auspackte, kamen wieder die Vöglein geflattert, um mit ihr zu schmausen. Psch, psch, psch. Wollt ihr wohl weg von meinem Kuchen? Psch. Ihr pickt mir ja noch die Flasche kaputt. Psch, psch. Fort mit euch! Hat man schon so etwas Gefräßiges gesehen? Psch, psch, psch. So, nun habe ich endlich Ruhe und kann meinen schönen Kuchen essen. Igittigitt! Das ist ja Aschenkuchen und der Wein nur laues Wasser. Brrr, schöne Bescherung, Igitt! Und murrend und hungrig zog sie nun weiter. Bei Anbruch der Dunkelheit kam auch sie an das seltsame Haus mit den zwei Toren.
Stolz schritt sie durch das goldene Tor in den Hof und klopfte an die Haustür. Hey da! Was soll die Klopferei? Warum störst du mich zu so später Stunde? Nun, ich will natürlich übernachten hier bei euch. Komm herein. Wo willst du schlafen? Bei den Hunden und Katzen? Oder bei mir? Natürlich bei ihnen. Bei Hunden und Katzen zu schlafen ist wohl eine Zumutung. So, du schläfst da drin bei den Hunden und Katzen. Und er führte sie in das Zimmer, wo lautes Miauen und Hundegebell sie empfing, und schloss die Tür hinter ihr ab. Am Morgen war sie ganz unausgeschlafen und zerkratzt an Gesicht und Armen, als der Einsiedler sie wieder herausließ. Mit wem willst du frühstücken? Mit mir oder den Hunden und Katzen? Natürlich mit ihnen, was soll die dumme Fragerei? So, du fütterst die Hunde und Katzen und frühstückst dann hier bei ihnen. Sag mir nur noch schnell, zu welchem Tor du hinaus willst. Zum Pechtor oder Goldtor? Meine Zeit ist knapp bemessen. Ich will natürlich durchs Goldtor wieder hinaus, da bin ich ja auch hereingekommen. Als sie dann durch das Goldtor hinaus wollte, war dieses fest verschlossen und verriegelt. Und sie musste durch das Pechtor gehen. Auf diesem saß schon der Einsiedler und rüttelte und schüttelte an dem Tor, dass es nur so zitterte und das frische Pech nur so herabfloss. Maria wurde über und über pechschwarz. Oh, wie sehe ich aus? Wie das klebt und wie das stinkt. So eine Frechheit. Na warte, hol Teufel noch einmal. Als sie nun so böse schimpfend und außer sich vor Wut über ihr Aussehen nach Hause kam, gackerten die Hühner erschreckt und flatterten davon. Und der Hahn schrie aus vollem Halse: Kikeriki! Kikeriki! Da kommt die Pechmarie! Kikeriki! Willst du wohl still sein, du dummes Vieh? Wart nur, morgen wirst du geschlachtet. Dein Geschrei kann ja keiner aushalten. Neugierig kam die Tante die Treppe heruntergelaufen. Und als sie ihre wütende, hässliche Tochter erblickte, wandte sie sich voll Abscheu weg. Oh Gott, wie schlimm sie aussieht. Schrecklich. Mit dieser gräulichen Pechmarie kann man sich ja gar nicht mehr unter Menschen sehen lassen. Nein, 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 so ein Unglück. Ich könnte aus der Haut fahren. Ui. Ob sie wohl aus der Haut gefahren ist? Wer weiß? Sieben schön. In einem Dorfe lebten einmal ein paar alte Leute. Die hatten ein kleines Häuschen und nur eine einzige Tochter, die war wunderschön und gut über alle Maßen. Sie arbeitete, fegte, wusch und nähte für sieben zusammen. Darum wurde sie Siebenschön genannt. Aber weil sie wegen ihrer Schönheit immer nur von den Leuten angestaunt wurde, schämte sie sich und nahm sonntags, wenn sie in die Kirche ging, einen Schleier vor ihr Gesicht. So sah sie auch einmal der Königssohn und hatte seine Freude über ihre edle Gestalt, ihren herrlichen Wuchs, so schlank wie eine Tanne. Aber wie gern hätte er auch hinter ihrem Schleier Siebenschöns Gesicht gesehen. Und so fragte er einen seiner Diener: Wie kommt es, dass wir Siebenschöns Gesicht nicht sehen? Das kommt daher, weil Siebenschön so sittsam ist, mein Prinz. Ist Siebenschön so sittsam zu ihrer Schönheit, so will ich sie lieben, mein Leben lang, und heiraten. Gehe du hin und bringe ihr diesen goldenen Ring von mir und sage ihr, sie solle abends zu der großen Eiche kommen. Ich habe mit ihr zu reden. Der Diener führte aus, was ihm befohlen war, und Siebenschön kam zur Eiche, da sie glaubte, der Prinz wolle ein Stück Arbeit von ihr bestellen. Siebenschön, ich sah dich oft und du gefielst mir immer besser. Siebenschön, ich liebe dich.
Ich liebe dich um deiner großen Sittsamkeit und Tugend willen. Siebenschön, ich will dich zur Frau nehmen. Mein Prinz, ich bin ein armes Mädchen und du bist ein reicher Prinz. Dein Vater würde sehr böse werden, wenn du mich zur Frau nimmst. Siebenschön, ich liebe dich unendlich. Wir wollen bald unsere Hochzeit feiern. Mein Prinz, gib mir ein paar Tage, damit ich's bedenken kann. Der Prinz aber konnte die Tage kaum abwarten. Und er überhäufte Siebenschön mit Geschenken von Tag zu Tag. Er schickte ihr silberne Schuhe und ein Kleid, das war ganz von Goldstoff, und goldene Spangen und Ringe mit den leuchtendsten Diamanten. Doch da war am Hofe eine alte, hässliche Hofmeisterin. Die lauerte dem Königssohn auf und kam hinter sein Geheimnis und sagte es dem König weiter. Der König, er grimmte und ließ das Häuschen, in dem Siebenschön wohnte, abbrennen. Siebenschön aber sprang, als sie das Feuer bemerkte, heraus und alsbald in einen leeren Brunnen hinein. Da saß sie nun drunten im Brunnen und weinte sehr. Aber zuletzt krabbelte sie den Brunnen herauf und fand im Schutt des Häuschens noch Mannskleider, legte sie an und ging als frischer Bub an des Königs Hof und bot sich zu einem Bedienten an. Dem König gefiel der junge Bursche wohl und er fragte ihn, »Wie heißt du?« Siebenschön aber antwortete, »Mein König, mein Name ist Unglück.« Als der Prinz erfuhr, dass Siebenschöns Häuschen verbrannt war, wurde er sehr traurig. Glaubte nicht anders, als Siebenschön sei mitverbrannt. Der König glaubte das auch, und er wollte, dass der Prinz nun die Prinzessin des Nachbarschlosses heiraten solle. Da musste auch der ganze Hof und die Dienerschaft mit zur Hochzeit ziehen, und für Unglück war das am traurigsten. Sie ritt als Letzte im Festzug und sang mit wehklagender Stimme, »Siebenschön war ich genannt, Unglück ist mir jetzt bekannt.« Das hörte der Prinz von Weitem. Er hielt und fragte, »Ei, wer singt da so schön?« Und der König sagte voll Stolz, »Das ist mein neuer Bedienter. Er heißt Unglück.« Da hörten sie noch einmal den Gesang. Da fragte der Prinz noch einmal, »Vater, wer singt da so übermaßen schön?« »Das ist mein neuer Bedienter. Unglück mit Namen.« Als nun der Zug ganz nah an das Schloss der neuen Braut kam, erklang noch einmal die schöne Stimme. Jetzt wartete der Prinz keinen Augenblick länger. Er spornte sein Pferd und ritt im Galopp hin, bis er zu Unglück kam und Siebenschön erkannte. Da nickte er ihr freundlich zu und jagte wieder an die Spitze des Festzuges und zog in das Schloss ein. Als nun alle Gäste und alles Gefolge im großen Saal versammelt waren und die Verlobung vor sich gehen sollte, da erhob der Prinz seine Stimme und sagte, »Ehe ich mich mit der Prinzessin feierlich verlobe, wollet mir erst ein kleines Rätsel lösen. Ich besitze einen schönen Schrank, dazu verlor ich vor einiger Zeit den Schlüssel, kaufte mir darum einen neuen. Bald darauf fand ich den alten wieder. Jetzt saget mir, edle Leute, wessen Schlüssel ich mich bedienen soll.« »Ei, natürlich des Alten wieder.« »Ja, des Alten.« »Das Alte soll man in Ehren halten.« »Ganz recht, das Alte soll man in Ehren halten.« »Man soll es wieder neuem nicht hintansetzen.« »Ganz recht.« »Ganz wohl, ihr edlen Leute. So zürnt mir nicht, wenn ich die Prinzessin nicht freien kann. Sie ist der neue Schlüssel. Und dort hinten ist der Alte.« Und er schritt durch den Saal, nahm Siebenschön an der Hand und führte sie zu seinem Vater. »Siehe, Vater, das ist meine wahre Braut.« »Aber, mein Sohn, das ist ja Unglück.
Mein Diener. Herrgott, das ist ja ein Unglück. Ein Unglück. Nein, ihr edlen Gäste, hier ist kein Unglück, sondern hier ist Siebenschön, meine liebe Braut. Und der Prinz gab Siebenschön seinen allerschönsten Ring, nahm sie an die Hand, führte sie aus dem Festsaal und ritt mit ihr ganz allein auf sein schönstes Schloss, wo die beiden heute noch leben. Wenn wir doch nur wüssten, wo dieses herrliche Schloss steht. Vom Hühnchen und Hähnchen. Es waren einmal ein Hühnchen und ein Hähnchen. Die gingen zusammen auf dem Nussberg spazieren und suchten Nüsschen. Hähnchen sprach zum Hühnchen. Tuck, tuck, wenn du ein Nüsschen findest, mein liebes Hühnchen, ist es ja nicht allein. Gib mir die Hälfte davon ab. An einem ganzen Kernchen erstickst du. Das hungrige Hühnchen hatte bald ein leckeres Nüsschen gefunden und wollte es ganz schnell allein aufessen. Da blieb ihm das Kernchen im Hals stecken und es bekam furchtbare Angst. Tuck, 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 Hähnchen, liebstes Hähnchen, hole mir flink ein bisschen Wasser, ich muss sonst ersticken. Tuck, tuck, aufgeregt lief Hähnchen zum Brunnen. Brunnen, liebster Brunnen, gib mir Wasser für mein Hühnchen, es liegt auf dem Nussberg und muss sonst ersticken. Erst geh hin zur Braut und hol mir den Kranz. Dann kann ich dir Wasser sprudeln. Tuck, tuck, aufgeregt lief Hähnchen zur Braut. Braut, liebste Braut, gib mir deinen Kranz. Den Kranz muss ich dem Brunnen bringen, damit er mir Wasser gibt für mein Hühnchen. Es liegt auf dem Nussberg und muss sonst ersticken. Erst geh hin zum Schuster und hole meine Schuhe. Tuck, tuck, aufgeregt lief Hähnchen zum Schuster. Schuster, liebster Schuster, gib mir die Brautschuhe. Die Brautschuhe soll ich der Braut bringen. Die Braut will mir ihren Kranz geben. Den Kranz muss ich dem Brunnen bringen, damit er mir Wasser gibt für mein Hühnchen. Es liegt auf dem Nussberg und muss sonst ersticken. Erst geh hin zum Schwein und hole mir ein Stück Speck von seinem Schmerbauch, damit ich die Brautschuhe einfetten kann. Tuck, tuck. Aufgeregt lief Hähnchen zum Schwein. Schwein, liebstes Schwein, gib mir ein Stück Speck von deinem Schmerbauch. Den Speck soll ich dem Schuster bringen. Der Schuster will mir die Brautschuhe geben. Die Brautschuhe soll ich der Braut bringen. Die Braut will mir ihren Kranz geben. Den Kranz muss ich dem Brunnen bringen, damit er mir Wasser gibt für mein Hühnchen. Es liegt auf dem Nussberg und muss sonst ersticken. Erst geh hin zur Kuh und hole mir Milch, damit ich meine Faulheit stärken kann. Tuck, tuck, aufgeregt lief Hähnchen zur Kuh. Kuh, liebste Kuh, gib mir frische Milch. Die Milch soll ich dem faulen Schwein bringen. Das faule Schwein will mir ein Stück Speck geben. Den Speck soll ich dem Schuster bringen. Der Schuster will mir die Brautschuhe geben. Die Brautschuhe soll ich der Braut bringen. Die Braut will mir ihren Kranz geben. Den Kranz muss ich dem Brunnen bringen, damit er mir Wasser gibt für mein Hühnchen. Es liegt auf dem Nussberg und muss sonst ersticken. Erst geh hin zur großen Wiese und hole mir frisches Gras und Kleeblumen, damit ich dir Milch machen kann. Tuck, tuck, aufgeregt lief Hähnchen zur großen grünen Wiese. Wiese, liebste Wiese, gib mir frisches Gras und Kleeblumen. Frisches Gras und Kleeblumen soll ich der Kuh bringen. Die Kuh will mir fette Milch geben. Die fette Milch soll ich dem faulen Schwein bringen. Das faule Schwein will mir ein Stück Speck geben. Das Stück Speck soll ich dem Schuster bringen. Der Schuster will mir die Brautschuhe geben. Die Brautschuhe soll ich der Braut bringen. Die Braut will mir ihren Kranz geben. Den Kranz muss ich dem Brunnen bringen, damit er mir Wasser gibt für mein Hühnchen. Es liegt auf dem Nussberg und muss sonst ersticken. Du armes, liebes Hähnchen. Hier hast du einen ganzen Arm voll von meinem frisch geschnittenen Gras mit dicken Kleeblumen. Nun lauf, liebes Hähnchen, bring es flink zur Kuh, damit sie dir frische Milch gibt. Tuck, tuck, flink rannte Hähnchen zur Kuh. Muuuuh.
was für leckeres Gras und so dicke Kleeblumen. Muh. Ich mache dir schnell fette, frische Milch. Muh. Nun lauf, liebes Hähnchen. Bring die Milch flink zum faulen Schwein, damit es dir ein Stück Speck abschneidet. Muh. Tuck, tuck. Flink rannte Hähnchen zum Schwein. Frische Milch und so fett, ah, gut. Ich will dir gleich ein Stück besten Speck von meinem Schmierbauch abschneiden. Lauf, liebes Hähnchen, bring den Speck flink zum Schuster, damit er dir die Brautschuhe fertig machen kann. Tuck, tuck, flink rannte Hähnchen zum Schuster. Oh, bester Speck! Und so viel. Da bleibt ja doch ein Stück übrig für Bratkartoffeln. Lecker, lecker. Ich will dir schnell die Brautschuhe einfetten. Nun lauf, liebes Hähnchen. Bring die Brautschuhe flink zur Braut, damit sie dir ihren Kranz gibt. Tuck, tuck, flink rannte Hähnchen zur Braut. Ei, wie fein, wie schön sind meine Brautschuhe und wie sie glänzen. Hier hast du auch meinen Kranz. Nun lauf, liebes Hähnchen, bring den Kranz flink zum Brunnen, damit er dir Wasser gibt. Tuck, tuck, flink rannte Hähnchen zum Brunnen und warf ihm den Kranz hinein. Sofort fing er an zu sprudeln und gluckern und lachte, dass es nur so spritzte und sprühte. Heißer, was so ein Brautkranz für Wunder tut. Hei, frisches Wasser, frisches Wasser. Hähnchen, halt dein Töpfchen still, damit ich es dir mit frischem Wasser füllen kann für dein Hühnchen. Wie ein Blitz so flink war Hähnchen mit seinem Töpfchen voll klarstem Wasser auf dem Nussberg. Aber als es bei seinem Hühnchen ankam, war dieses inzwischen erstickt. Da kikerikiete das Hähnchen in seinem Schmerz laut auf. Kikeriki, kikeriki. Alle Tiere in der Nachbarschaft, die Hähnchens Kummer hörten, liefen herbei und weinten um Hühnchen. Besonders die Mäuschen. Liebes Hähnchen, wir bauen dir in unserer Mäusewerkstatt einen schönen Trauerwagen für dein Hühnchen mit einer langen Deichsel. Auf den Wagen legten sie dann behutsam das tote Hühnchen. Sechs Mäuschen spannten sich an die Deichsel davor. Als sie nun, das Hähnchen, die Mäuschen und der Trauerwagen, abfahren wollten, kam der große Fuchs angeschlichen. Nanu, wo wollt ihr denn hin, Hähnchen? Wir wollen mein liebes Hühnchen begraben. Was? Den Weg könnt ihr euch sparen. Das kann ich auch besorgen. Und schnapp, haps, fraß der Fuchs das Hühnchen. Und schnapp, schnapp, fraß er auch das unglückliche Hähnchen. Haha, so, nun sind Hühnchen und Hähnchen wieder beisammen. Haha, schlau, was? Aber komisch, mir ist, als hätte ich noch gar nichts im Magen. Die kleinen Mäuschen piepsten laut vor Schrecken. Ha, ihr seid ja auch noch da, ihr feinen, fetten Mäuschen. Und schnapp, 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 schlang der gierige Fuchs die sechs Mäuslein hinunter. Da sie aber an den Trauerwagen angespannt waren, verschlang er diesen auch mit. Die lange Deichsel stach den bösen Fresssack mitten ins Herz, so dass er tot umfiel. In diesem Augenblick kam ein Vöglein angeflogen und setzte sich auf einen Ast im Nussbaum und tirillierte. Tirilli, Tirilli, der Fuchs ist mausetot. Tirilli, Tirilli. Der Fuchs ist mausetot. Der alte Zauberer. Ein alter, böser Zauberer hauste mit zwei Kindern, die er einmal geraubt hatte, einem Jungen, Hans, und einem Mädchen, Marie, in einer einsamen Waldhöhle. Die beiden Kinder hatte er, ob sie wollten oder nicht, auch in der Kunst des Zauberns unterrichtet. Eines Tages nun,
Als der alte Hexenmeister sich einmal von der Höhle fortbegeben hatte, sprach Hans zu seiner Schwester. Lass uns fliehen, Marie. Wir müssen es wenigstens einmal versuchen. Ja, Hans, das wollen wir tun. Obwohl ich furchtbare Angst habe, dass der Zauberer uns wieder einfängt. Lass nur, Marie. Es muss uns einfach gelingen. Sonst verkauft der Zauberer unsere Seelen bald dem Teufel. Rasch, machen wir uns auf den Weg. Und die Kinder wanderten den ganzen Tag. Gegen Nachmittag war der Zauberer zurückgekehrt und hatte sogleich die Kinder vermisst. So, so, sind die Vögel ausgeflogen. Na, wartet nur. Rasch nehme ich mir mein großes Zauberbuch. So, und werde feststellen, wohin sie gegangen sind. Natürlich hatte er es bald herausbekommen. Augenblicklich machte er sich auf den Weg und verfolgte voller Zorn und vor Wut laut fluchend die Spur der Kinder. Gegen Abend hatte er sie fast eingeholt. Schon von Weitem hörten die Geschwister sein Gebrüll. Und Marie rief voller Angst. Hans, lieber Bruder, nun sind wir verloren. Der Böse ist uns schon ganz nah. Noch müssen wir nicht verzagen, Marie. Ich will versuchen, eine Zauberlist anzuwenden. Schließlich hat der Alte uns ja darin gelehrt. Gib Acht. Schwesterlein werde zum Fisch. Ich selbst will werden zum Teich. Darin sollst du schwimmen, dass uns der Hexerich nicht erreicht. Sogleich war der Zauberspruch in Erfüllung gegangen. Als nun der Hexenmeister an die Stelle kam, war da nur ein Teich mit einem Fischlein darin, das munter herumschwamm. Wütend knirschte der böse Alte mit den Zähnen. Ihr glaubt, ihr habt mich betrogen, meine Lieben. Aber wartet nur, wartet! Euch fange ich doch. Auf der Stelle werde ich zu meiner Höhle zurücklaufen und Netze holen, um das Fischlein zu fangen. Wartet nur ab! Als er wieder fort war, wurden aus Teich und Fisch wieder Bruder und Schwester. Schnurstracks machten sie sich auf den Weg und wanderten weiter. Als der Zauberer nun mit seinen Netzen zurückkam, war kein Teich mehr zu sehen. Verflixt! Ach, plötzlich ist hier eine grüne Wiese. Da könnte ich höchstens Frösche, aber keine Fische fangen. Also fort mit den Netzen. So! Wartet, ihr entgeht mir nicht. Meine Zaubergerte, die ich in der Hand halte, wird haargenau eure Spur zeigen. Ja! Leider war es so. Und am Abend hatte er die wandernden Kinder fast wieder eingeholt. Sie hörten ihn schon schnauben und brüllen, und Marie rief wieder ganz verzweifelt. Oh, Hans, lieber Bruder, jetzt sind wir verloren. Warte, Marie, ich will es noch einmal mit einem Zauberspruch versuchen. Schwesterlein werd ein Altarbild. Ich selbst will werden zur Kapelle. Darin sollst du stehen, dass uns der Hexerich nicht erreicht. Und wieder verwandelten sich die Kinder. Als der Zauberer nun an die Kapelle kam, merkte er gleich, dass Hans und Marie ihn wieder überlistet hatten. So etwas Dummes. Ich darf nicht in die Kapelle hinein, weil in meinem Bündnis mit dem Teufel steht, dass ich nie eine Kirche oder Kapelle betreten darf. Aber wartet. Dafür kann ich etwas anderes mit dieser schönen Kapelle anstellen. Ich werde sie in Brand stecken und sie zu Asche verbrennen. Er wandte sich um und lief fort, um sich aus seiner Höhle Feuer zu holen. Aus der Kapelle aber und dem schönen Altarbild wurden wieder Bruder und Schwester. Gleich setzten sie ihre Flucht fort und wanderten weiter. Der Zauberer kam mit seinem Feuer so blindwütig zu jener Stelle zurückgehastet, dass er zu spät bemerkte, was nun anstatt der Kapelle dort stand. Es war nämlich ein großer Felsen. Und an dem stieß er sich kräftig die Nase. Au, au, oho, verflixt, schon wieder überlistet. Dieser dumme Felsen lässt sich natürlich nicht in Brand stecken. Also fort mit dem Feuer. So, verbrenne, was will. Weiter den beiden Ausreißern nach. Euch bekomme ich noch.
Und dann wollen wir sehen, wie schrecklich ich euch bestrafe. Wartet! Wieder hatte er die armen Geschwister bald erreicht. Und als Marie den Alten näher kommen hörte, brach sie in Tränen aus. Oh, Hans, lieber Hans, es hat keinen Sinn. Er verfolgt uns bis ans Ende der Welt, wohin wir auch fliehen. Wir sind wirklich und wahrhaftig verloren. Aber Hans sprach nur gleich einen neuen Zauberspruch. Schwesterlein, werde zum Gerstenkorn. Ich selbst will werden zur Tenne. Darauf sollst du liegen, dass uns der Hexerich nicht erreich. Wieder erfüllte sich der Spruch. Aber jetzt sollte es ernst werden für die beiden. Denn als der Zauberer diesmal ankam und die neue Verwandlung der Kinder sah, rief er nur höhnisch lachend: Und ihr glaubt, dass ich mich wieder überlisten lasse und erst einmal fortlaufe? Da täuscht ihr euch. Ich habe nämlich mein Zauberbuch mitgebracht und werde auf der Stelle herausfinden, wie man ein Gerstenkorn auf einer Dreschtenne in seine Gewalt bekommt. Aha, schon gefunden. Man verwandle sich in einen schwarzen Hahn und picke 1, 2, 3 das Gerstenkorn auf. Das werden wir gleich haben. Da sprach Hans in seiner Not rasch auch einen Zauberspruch. Er flüsterte: Zum Fuchs will ich werden auf der Stelle. Dann fährt der Hexerich bald nieder zur Hölle. So. Und jetzt schnell gehandelt, ehe er das Gerstenkorn aufpicken kann. Da, du böser alter Zauberer! Nun ist es aus mit dir und deiner Hexerei! Ich pack dich und beiß dir den Kopf ab! So! Kaum war der Zauberer tot, da waren Hans und Marie auch schon in ihre menschliche Gestalt zurückverwandelt. Voller Freude umarmten sie sich und wanderten fort, bis sie wieder zu Hause bei ihren Eltern angelangt waren, die überglücklich die längst tot geglaubten Kinder in ihre Arme schlossen.